So, dann wollen wir uns nochmal ein Video anluschern. Ich bin back. Ich habe mir das Video nicht angeguckt, das muss wohl Leon gewesen sein. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Hat euch der beste Comedy-Kanal in YouTube Deutschland gefehlt? Ja, mir auch. Junge, wo bist du, Sascha? Dann schauen wir mal, was unser Lieblingslauch so macht, anstatt Videos für uns zu produzieren. Sascha. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Und was hat er sonst so gemacht während der YouTube-Pause? Du kommst hier nie wieder mehr rein. Okay, dasselbe wie immer. Und was ging sonst so ab auf YouTube? Das sind so Einschnitte von Querdenker-Demos. Ich hau euch jetzt auf die Fresse. Alter, ist dein Scheiß ernst, Mann? Und das war nicht einmal der... Digga, das ist viel, sind viel zu viele Ausschnitte auf einmal. Mein Kopf ist da gar nicht hinterhergekommen. Der einzige Beef. Das soll jetzt kein Hate-Video an Hunger werden. Also, wollen wir einfach mal so sagen. Ich kann mir ja nicht aussuchen, wer meine Klamotten kauft, ja? Aber mittlerweile fühle ich mich wirklich verarscht. Wollen wir uns zusammen ein Video angucken oder was? Arsch, vor kurzem hat er sich mit einer Person getroffen, die ich überhaupt nicht mag. Hä? Wieso? Aber es wäre nicht KuchenTV, wenn das sein einziger Beef ist. Wann kommt mein Ansagevideo gegen mich? Kannst du kriegen. Noah, bist du stärker als Knossis Sohn? Ja. Würdest du den schlagen? Hast du Lust auf einen Boxkampf? Ja. Ja, dann machen wir das doch, oder? Alles klar. Wunderbar, das ist doch nicht normal. Moin, was machst du denn? Juni! Wunderbar, hä? Oh mein, das kann nicht sein. Hier ist mein Junge und leitet die Purge ein. Dass ich die Beste bin, ist kein Versehen. Okay, genug Beef, was ist sonst noch so passiert? Der Bre Jeremy war in Pakistan und wurde gefeiert wie ein Nationalheld. Digga, das war schon krass, das habe ich auch mitbekommen, Alter. Digga, das verstehe ich auch nicht, warum Jeremy so berühmt ist da. Wie groß ist Mountainbiker, ehrlich? Wie groß ist der? Wie groß ist Mountainbiker? Ein Schniedel? Ja. Ehrlich, ehrlich. Alles ehrlich? Ja, ehrlich. Ehrlich. Zeigefinger. Dieser Huren. Und während all diesem Trubel im YouTube-Deutsch... Ach Digga, also ganz ehrlich, also Bruder, ist auch mal gut dann, ne? ...Deutschland hat dieser wütende Herr friedlich sein Rentnerleben weitergelebt. Da hab ich jetzt ja schon wieder gar keinen Bock drauf. Das ist aber auch wirklich absturziger gewesen, Mann. Also irgendwie ist heute nicht mein Tag, Digga. Jetzt wollte ich die Milch sauber machen, weil die auch voller Sahne war. Bagarde hat wieder gezaubert. Ich hatte einen Job. Digga, das tut auch mir so in der Seele weh. Scheiß einfach drauf. Milch aus diesem Glas schmeckt irgendwie besonders gut. Ja, okay, du Neumatluger Junge. Ach, scheiß auf dich, Digga. Wenn da nicht jetzt heute noch 100 Subs reingeflogen kommen, Digga, gibt's einen Strike. Was soll die Scheiße, Junge? Ist gut, Kylo. Guck mir gerade so ein Video von so einem kleinen Huren an, der auf anderen Nacken Geld verdient und denkt, er wäre lustig. Wir haben hier eine kleine Maus. Hello there. Die sieht aber lecker aus, Papa. Ich zeig dir gleich die Maus. So, ich habe ein kleines Problem. Da ist das Problem. Oh Gott. Nee, zurück mit dir. Okay, also jetzt ist... Bruder, das war auch wirklich ein gottloses Timing von der Katze. Als wenn die wusste, dass ich da gerade eine Maus gefangen habe. Als wenn die Katze drauf gewartet hat. Kylo, sitz. Fein, das kann ich dir nicht geben. So, Mäuschen, los, ja. Toll gemacht, jetzt hat Ehrenbruder Kylo immer noch kein Essen bekommen. Geht's noch, Junge? Das ist Opa. Er hat so heftig Auge auf die Frikadellen geschmissen. Er hat so ein heftiges Auge auf die Frikadellen geschmissen. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte ganz kurz. Also, von Samstag auf Sonntag hat meine Perle hier geschlafen. Nee, warte mal. Doch. Von Samstag auf Sonntag hat meine Perle hier geschlafen. Warum erzähle ich das überhaupt? Also Samstag war meine Perle hier und sie waren den ganzen kaputti. Sie war ganz kaputt. Ganze Woche gearbeitet, kaputt.
Und da hat sie ein Mittagsschläfchen bei mir auf dem Sofa gemacht. Ich habe zu ihr gesagt, ich mache dir eine Folge Top Gear an, entspann dich, mache dir noch einen schönen Kamilletee, leg dich aufs Sofa, mach ein kleines Dickerchen. Und soll ich dir noch was zu essen mitbringen vom Bäcker, ein Brötchen oder so? Meint sie, ja. Habe ich sie gefragt, was? Habe ich ihr so einen Käselaugenstange geholt. Ich war mit Kylo spazieren, sie hat ein Nickerchen gemacht. Und als wir wiedergekommen sind, hat sie immer noch geschlafen. Digga, also geht's noch oder was? Also Kylo, ich bin hier gerade an einer Geschichte erzählen. Kannst du mal vielleicht aus der Kamera weggehen oder was? Ja, so. Als ich wiedergekommen bin, habe ich ihr das Käsebrötchen, also das Laugenbrötchen, mit Käse auf den Tisch gestellt und habe gedacht, lass die Süße nochmal schlafen. Bin nach oben duschen gegangen. Mal krieg ich eine Nachricht. Wo bist du? Ich gehe runter. Sie wach. Kylo bei ihr. Ich sag, hä, wieso bist du aufgewacht? Ja, der Hund hat mich angebellt. Ich sag, wie, der hat dich angebellt? Ja, der hat sich vors Brötchen gesetzt und rumgebellt, weil er ein Stückchen haben wollte. So ein Bettler ist das. Was platzt nicht deiner? Geht's? Kylo, geht's doch, oder was? Geht's doch, Kylo? Mann, runter jetzt mit dir, du weg. So, kann ich jetzt nochmal? Kylo, geht's doch, oder was? Geht's noch, Junge? Junge, warum bin ich mittlerweile eigentlich das einzige Tier, das von diesem Cake kein Futter bekommt? Ich kümmere mich mal um meine Tierchen wieder. Ja. Den Beutel hauen die... Jo, okay, wahrscheinlich, Digga. Heute weg. Ja, du Wichser. Von den Finger gezwickt. Ich hab gesagt, dass Mike und die Mucke klingt... Stand da gerade, schmeckt nach Hurensohn? Digga, was für ein freches Stück. 200 Subs heute bei mir im Stream. Ansonsten gibt's einen Strike, Digga. Da mach ich deinen Kanal weg. Ja, okay, 300 Subs, Junge. Okay, erstmal genug Monteclips, sonst gibt's noch einen Strike. Jetzt. Den gibt's auch so oder so schon, du Arschgeige. Weiter zum nächsten Content-Lieferanten. Meine Freundin hält dich jung, ja. 11 Jahre jüngeres Mädel. Mir kommt keine über 25 ins Nest. Ein Jahr hat sie noch. Warum bleib ich nur von Sissis machen und Schlampen, die ich bumse, weil alle meine Fans sind maskuline Jungs. Sind Sie meine Freundin? Ja, ja, das ist Bonn, nicht Paris. Im Leben hat sie auch einiges getan. Mittlerweile Kind, ja, Frau, ja. Guck mir da die Kinderserien an. Jetzt bist du da, Alter. Jetzt bin ich da, du bist hier. Jetzt kann ich dich echt mal. Junge. Okay, natürlich. Komm mal rüber. Verdammt Kackenjunge. So endet ihr, wenn ihr zu viel GTA RP spielt, Kinder. Und jetzt erstmal genug Knossi-Clips, denn ein junger Herr hat ihm die Show gestohlen. Es rappelt im Karton. Aber das war auch. Okay, immer noch? Dann müssen wir erstmal uns die Hände waschen. Mach euch. Ja. Wenn Ronny Berger einfach einmal in die Kamera. Ich muss echt, ich kenne diesen Ronny gar nicht, Digga. Kamera gucken könnte, wie er gerade aussieht. Wo ist die Kamera? Guck mal nach vorne, ja, gerade. Digga, sieht das nur so aus oder ist das mit so. Also, wenn da eine Lupe so mäßig die Augen größer macht? Ach, ist das eine Alkoholbrille? Bruder. Ach so, ist vergrößert? Ah, sehr gut. An irgendein Tier. Ja, hab gedacht, er sieht wirklich so aus, Digga. Ey, oder an irgendein Emoji bei Twitch. Hungriger Hugo reagiert auf Montes Kaidoku. Ich fahr den nicht oft. Ich fahr den alle 2-3 Monate nur. Wisst ihr auch warum, Chat? Weil es was Besonderes bleiben soll. Sonst gewöhnt er sich dran. Weil ich möchte, dass es etwas Besonderes ist. Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Ja, Bruder, schreib ein Buch drüber, vielleicht kauft's jemand, Alter. Ich hab mich schon daran gewöhnt. Digga, ist echt schlimm. Ich kenne alles schon aus dem. Ja, Digga. Interview. Mit Oma wollte ich reden an dem Abend. Bin runtergegangen. Sie hat geweint. Und yeah. Also. Und er wusste, sie weint wegen ihm. Und dann saß sie da und hat geweint. Ich wusste, sie weint wegen mir. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Austauschschüler, der zum ersten Mal das deutsche Schulklo betritt und dann seht ihr das. Moin, Moin. Hallo, mein Freund. Es gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. Frauen sind wie Hunde und das meine ich nicht abwertend. Wenn's wenigstens auf der Frauentoilette wäre. Oder ich krieg hunderte Videos geschickt von Schultoiletten in Deutschland mit meinem Bild auf der Toilette.
Wer hat das entdeckt? Ich frage mich auch wirklich, ich hab so viele Nachrichten bekommen, dass die Leute das nachgemacht haben, eine Schulkonferenz bekommen haben, Digga. Oder ich wollte einfach nur auf die Toilette. Was sehe ich, Digga? Snapchat, wollen Sie dieses Meisterwerk löschen? Das Meisterwerk? Hä? Clemente. Und jetzt noch ein kleines Tutorial für die Tüftler unter euch, die auch ihr lokales Schulklo etwas... Ach, Digga, scheiß drauf, Mann. Also... ...verschönern wollen. Schritt 1. Geht zum Drogeriemarkt eures Vertrauens und druckt dort eure favorisierten Monte-Bilder aus. Bezahlen nicht vergessen, ihr Schlinge. Schritt 2. Hängt sie aufs Schulklo und bestaunt eure Arbeit. Aber auch wirklich die hässlichsten Bilder, Digga. Wer war eigentlich der beste Seven vs. Wald-Kandidat? Niklas! Hego! Wer jetzt denkt, Niklas gibt deshalb auch, hat sich sowas von geschnitten. Aua! Aua! Oh fuck, ich hab Blut an der Hand. Ist Niklas draußen? Ich verfolge das aktuell nicht. Also ich hab's gar nicht verfolgt, weil mir die Zeit fehlt. Alle sind für links, alle sind für links. Ja? Okay. Das ist mal richtig. Slavik über Elena. Elena kann man nicht machen. Du kannst doch nicht mit Elena machen. Ja, Bruder, soll ich mit Patchwork-Familie mit Nico dann haben? Desperado. Junge. Tornado bleibt. Du musst mir noch hinten zumachen, Schwarz. A man is out is hollow. Take it easy. Baba Video war einer der besten hungrigen Hugo Videos, die ich gesehen habe, weil natürlich auch einfach viele Monte Clips da drin waren. Ansonsten wäre es wie immer ein scheiß Video.